Wie viele von den minus, gucke, 4,7%, die die Grünen zu ertragen haben, sind bremisch hausgemacht? Man weiß, dass die bremische Bau- und Verkehrssenatorin die unbeliebteste Senatorin des Kabinetts ist, sich mit ihrer Verkehrspolitik auch gerade auf den letzten Metern, glaube ich, wenig Freunde gemacht hat und Freundin. Und wie viel davon ist Frust über Robert Habecks Heizungspläne, die ich jetzt doch noch mal dem zuschreibe, und seinen Umgang mit der sogenannten Trauzeugenaffäre? Wir haben heute ja tatsächlich drei Wahlen, zwei davon in Deutschland. Das eine ist die in Schleswig-Holstein, die Kommunalwahl, wo wir gerade bei 17,7% stehen. Das beste Ergebnis, was wir bisher in einer Kommunalwahl hatten. Und auf der anderen Seite die Bremen-Wahl, wo, das muss man ganz klar sagen, das Ergebnis für uns enttäuschend ist. Ja. Ja. Wir haben versucht, mit unserer Kampagne über das Kernmilieu hinweg Leute zu erreichen für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit. Aber ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass das nicht gelungen ist in Bremen. Nee, sogar Kernklientel verloren im Vergleich zu der Wahl vor 4 Jahren, oder? Über den Daumen gepeilt, keine. Das ist richtig und ich glaube, man muss ehrlich sein, es gab jetzt nicht viel Rückenwind aus Berlin und trotzdem ist das aus meiner Sicht vor allem landesspezifische Wahl. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Das zentrale Thema ist, wie schafft man eine Stadt wie Bremerhaven und Bremen, wo wir eine große Kinderarmut haben, wie schafft man es, dieser Kinderarmut was entgegenzusetzen, eine wirtschaftliche Stabilität, einen Aufschwung hinzubekommen und das mit Klimaschutz zu verbinden. Das war unser Angebot, aber wir haben es offensichtlich nicht geschafft, dieses Angebot zu kommunizieren und auch das, was wir in der Regierungsbeteiligung hinbekommen haben, auch das in die Breite zu tragen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Von Ihnen stammt ein Satz, bei dem ich mich auch gefragt habe, wie wichtig Ihnen Klimaschutz ist. Das haben Sie gesagt bei Phoenix und ich zitiere den mal, da heißt es, Klimaschutz darf nicht dazu führen, dass Menschen in ihrem normalen Leben eingeschränkt werden. Machen Sie den Menschen damit in Wahrheit ein unhaltbares Versprechen, nämlich, dass sich ihr Leben nicht wird verändern müssen in irgendeiner Art und Weise. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Also ich möchte erklären, was ich damit gemeint habe. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt weg von der Frage nach Kampagnen und vielleicht dem Ausboten des politischen Gegners darüber sprechen, was das mit den Menschen macht, was da gerade geschieht. Mhm. So, jetzt haben Sie ihn, jetzt haben Sie ihn, jetzt haben Sie ihn. Passen Sie auf. Und die Ängste sind berechtigt. Denn wir wissen, dass eine Wärmepumpe deutlich teurer ist als eine Gasheizung. Das heißt, wenn dann am Ende es dazu kommt, dass man das... Aber langfristig vielleicht nicht. Aber erstmal muss ich das ja bezahlen. Mhm. Erstmal muss ich das bezahlen und jemand, der ein Eigenheim besitzt, hat erstmal mehr Kosten. Ja, wir müssen sparen, wo wir können. Es hat Frau Lang davon gesprochen, dass es da einen sozialen Ausgleich nach den Plänen der Grünen geben soll. Nach dem, was ich da gesehen habe, wollen sie da bis zu 80% Kostenübernahme haben für Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 20.000 Euro. Nun muss man ja fairerweise sagen, die wenigsten Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 20.000 Euro haben ein Eigenheim. Gut. Auf dieser Basis werden wir echte Fortschritte machen. Das heißt, es betrifft extrem wenige Menschen. Viele Menschen, die ein normales Einkommen haben, ein Durchschnittseinkommen haben, werden mit extrem hohen Kosten plötzlich konfrontiert. Das wird danach untergehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber es ändert nichts daran, dass ich trotzdem mehr Kosten habe von 5.000 bis 10.000 Euro. Das ist für die Leute nicht einfach mal eben so. Ich habe auf der anderen Seite auch die Situation, oder ergänzend die Situation, dass in Mehrfamilienhäusern diese Pläne mit dem Einbau der Wärmepumpe unrealistisch sind. Denn da müssen viel größere Umbauten stattfinden. Und wenn man nichts dagegen tut, wenn man da nicht gegensteuert, wird das dazu führen, dass Mieten sich immer noch weiter erhöhen, immer teurer werden. Das ist doch nur eine Zahl, Mann. Und was für eine Zahl, die einem Angst macht. Ich brauche einen massiven Ausbau der Netze, um das überhaupt umsetzen zu können. Wer wird das am Ende bezahlen? Zahlen das die Stromkunden? Das sind alles Fragen, die völlig unbeantwortet sind. Und ich finde, da kann man sich nicht hinstellen und sagen, wer das kritisiert und wer das problematisch findet, ist irgendwie gegen Klimaschutz. Das ist einfach nicht der Fall. Ich muss mich dafür einsetzen, dass Maßnahmen stattfinden, die sinnvoll sind, die effektiven Klimaschutz bringen, aber die nicht einfach mal so rausgehauen werden, ohne darüber nachzudenken, was es für die Bevölkerung bedeutet. Ach, fragen Sie lieber nicht. Husten, Schnupfen, Halsweh, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und das geschieht immer mehr. Und was ich damit sage ist, ja, natürlich brauchen wir Klimaschutz, natürlich müssen wir Klimaziele einhalten. Mhm. Aber ich finde es schon auffällig, dass es
sehr viele Maßnahmen gibt, die in Planung gehen, die einmal rausgehauen werden. Und dann sieht man, wen belastet das am meisten. Und das ist in der Regel die Bevölkerung. Ja, klar. Ich meine, der hat das jetzt nicht gewusst und so. Aber ich glaube nicht, dass der sauer ist auf mich. Es sind in der Regel die Menschen mit normalem, mit mittleren Einkommen, deren Leben plötzlich immer schwerer wird, unerschwinglich wird und die nicht mehr wissen, wie sie das bisschen Wohlstand, was sie sich erarbeitet haben, irgendwie halten können. Und das geht nicht. Es geht nicht, dass man Klimaschutz regelmäßig macht auf Kosten der Bevölkerung, die an vielen Stellen überhaupt keine Wahl hat. Sie müssen mir nicht erzählen, wie das Leben geht. Ich habe als Mieterin überhaupt keine Entscheidung, wie bei mir in der Wohnung geheizt wird. Das macht der Vermieter. Ich habe keine Entscheidung oder keinen Einfluss darauf, wenn die Kosten steigen. Und das wird nicht berücksichtigt. Und da haben viele Menschen aus berechtigte Sorge. Ich kann doch heute an einem Heiligabend gar nicht mehr in ein Kaufhaus gehen ohne eine Bombgun. Und den Satz möchte ich auch noch sagen. Und wenn sich jetzt der Kanzler hinstellt und sagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, das wird schon, wir machen das hier schon ordentlich und never walk alone, das kennt man ja auch. Naja, wir haben das in der Vergangenheit ja leider gesehen, was dieses angebliche kein Zurücklassen bedeutet. Viele Menschen sind zurückgelassen worden. Viele Menschen leiden bis heute unter den extremen Teuerungen, die es gegeben hat bei Energie, bei Lebenshaltungskosten. Also das ist nicht überzeugend gewesen. Und also deswegen sind schon, die Ängste berechtigt. Man muss echt aufpassen, dass man jetzt nicht die Regierung und verantwortlich macht für Teuerungen, die durch den Krieg entstanden sind. Nur den letzten Satz noch einmal dazu. Sie sagen ja, wer jetzt dagegen spricht, ist sozusagen gegen Klimaschutz. Wir müssen Klimaschutz machen. Wer populistisch dagegen spricht, und jeder muss aufpassen, wie er bei dem Thema agiert. Aber. Jeder. Aber. Es gibt ja jetzt bereits Erhebungen darüber, wie viel CO2-Einsparungen diese Maßnahme bringen wird bis 2030. Da reden wir von 1,4%. Das ist ja nicht nichts. Aber der riesengroße Wurf ist es auch nicht. Gut aus der Affäre gezogen. Nein, es geht nur. Wenn man was Schlechtes sehen will, sieht man was Schlechtes. Wenn man die andere Seite sehen will, kann man vielleicht auch mal die andere Seite sehen. Ich glaube, weil mich das hier wirklich überrascht. Ich würde tatsächlich erwarten von der Linken in so einer Situation, dass sie diejenigen sind, die an die Speerspitze stellen, wenn es um die soziale Flankierung geht, wenn es einen sozialen Ausgleich gibt. Das ist ja auch sinnvoll, wenn wir da Druck bekommen als Regierung. Aber dass man sich stattdessen hinstellt und eigentlich gegen das Maßnahme als solche, gegen den Beginn der Wärmewende ist, das verstehe das ich nicht, gar nicht gesagt, weil die Kosten werden am Ende, gerade bei den Mieterinnen und Mietern, abgelagert. Die können nicht entscheiden, ob ihre Vermieter in Zukunft mit Gas oder mit Öl heizen. Und die werden wahnsinnig hohe Kosten haben. Das heißt, das beibehalten, wie es ist, das Weiterheißen mit Gas und Öl, das ist das habe ich doch gar nicht gesagt, sozial ungerecht. Nur raus damit. Das ist eine Frage von gegenseitiger Achtung und Hilfsbereitschaft natürlich und Höflichkeit. Die drei Hs, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Achtung. Naja, zwei Hs und ein A. Du verstehst schon, was ich meine. Hm? Vollkommen. Und deshalb würde ich mir wünschen, Sie haben gesagt, man kann gegen beides sein. Nein, Sie haben gesagt, man kann gegen beides sein. Was ich gesagt habe, ist, dass Ihre Form des sozialen Ausgleichs nicht an den Beginn der Wärmewende werden, dass ein sozialer Ausgleich stattfindet. Denn Ihre Vorstellung davon, einfach nur mal zu zuschussen bei Menschen mit sehr niedrigem Einkommen, die in der Regel überhaupt kein Eigenheim haben, das greift doch viel zu kurz. Und sehr viele Punkte sind da überhaupt nicht bedacht. Und das habe ich angesprochen. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, wir haben schon für den sozialen Ausgleich gesorgt, wenn Ihre Vorstellung sich daran irgendwie sozusagen nur darin besteht, diejenigen mit extrem niedrigen Einkommen mit ein bisschen Förderung zu versehen. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf? Aber das ist nicht sozialer Ausgleich, den es da braucht. Sie sind der Meinung, dass wir aufhören müssen mit den Öl- und Gasheizungen am nächsten Jahr. Ja, das teilen Sie. Ich bin der Auffassung, dass man natürlich die Wärmewende braucht, aber die muss doch vernünftig geplant sein. Die muss doch die Kommunen, die müssen in der Lage sein, das überhaupt durchzustehen. Ich kann doch kein Gesetz verabschieden, bei dem ich eigentlich jetzt schon weiß, wenn man mal hinguckt, dass das die Kommunen mit den Krankenhäusern, mit den auch kommunalen Einrichtungen in totale Schwierigkeiten bringen wird. Das muss ich doch vorher bedenken, bevor ich sowas einfach raushaue. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Sind Sie auch der Meinung, aber ab nächsten Jahr keine neuen Öl- und Gasheizungen? Nicht alle immer noch. Was wir erleben, ist doch ein Muster. Und das Muster ist von Herrn Habeck wie auch von Ricarda Lang, dass die Verschwörungstheorie begonnen wird, was? In dem Moment, wo du nicht... Doch, das ist immer das... Verschwörungstheorie? Damit könnte er ja direkt auftreten. Ich habe das, sag den Begriff sehr klar und deutlich. Das wirklich? Haben Sie die ganze, meinen Sie ernst? Das ist die ganze letzte Woche passiert, dass immer der Eindruck erweckt wird, diejenigen, die dieses Gesetz kritisieren
und die darauf hinweisen, dass die sozialen Fragen nicht gelöst sind und dass wir gerade auch aufgrund des Krieges und der gestiegenen Energiepreise viele Mittelständler im Land haben, die kaum noch wissen, wie sie ihre normalen Energiepreise bezahlen wollen. Ja. Handwerker, Fleischer, Bäcker, die überall große Sorgen haben. Ich glaube, deswegen sie haben jetzt beim Bäckerhandwerk gerade eine Gas- und Strompreisbremse gestimmt haben jetzt, im Bundestag. Glaube ich, da auch eine neue Funktion übernommen, habe ich gesehen. Und die haben große Sorgen davor. Und wenn man auf diese Sorgen hinweist, wird man sofort gesagt, man sei jemand, der die alte Welt, die fossile Welt erhalten will. Wer ist denn? Hitler? Ja, hier, er, der... Ja,